Guten Morgen, Leute, oder eher guten Abend für euch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wann das Video hier fertig ist. Wie gesagt, gestern, wir müssen unseren Namen ändern von der Gemüsekombüse und haben uns jetzt, ja, ziemlich einstimmig, also eigentlich haben wir uns einstimmig für die grüne Kombüse entschieden. Die Kombüse ist immer noch drin, es passt immer noch irgendwie zum Logo. Und was das Ding ist, ich habe ja jetzt darüber geschlafen, habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und Dieter natürlich auch. Wir sind beide der Meinung, dass die grüne Kombüse, sogar noch besser ist als die Gemüsekombüse, also noch, sogar noch besser passt. Denn es ist ja nicht nur das Gemüse, worauf es bei uns ankommt, sondern auch die Ganzheitlichkeit, also kein Plastik, Ökostrom, energiesparend arbeiten, vegan, bio. Und die Sachen alle zusammen vereint natürlich auch das Wort grün. Ja, deswegen sind wir eigentlich heute wieder ziemlich positiv. Ja, es wird jetzt noch einige Sachen, wie gesagt, werden geändert werden müssen. Das Logo wollen wir jetzt noch mal ein bisschen abändern. Dann die neue Webadresse habe ich heute schon bestellt. Dann wird es eine neue Facebook-Seite geben. Wie gesagt, das heißt, das werde ich hier auch nochmal kundgeben, wo die ist. Also wahrscheinlich wird es heute schon unter Video stehen, denke ich mal. Ich mache den ja gleich fertig. Was noch? Ja, werde ich auch auf Facebook posten, damit alle, die auf der Facebook-Seite sind, auch da wieder hinfinden. Und noch ein paar kleinere andere Sachen. Ich muss jetzt überall auch die Logos quasi nochmal ändern. Also aus Gemüsekombüse, grüne Kombüse machen. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter, wie gesagt. Und ja, wir sind wieder positiv. So viel dazu. Mal gucken, was hier heute im Laufe des Tages noch ergibt. Vielleicht mache ich heute Abend nochmal ein bisschen was und lade dann für heute Abend oder zum nächsten Morgen dann dieses Video hoch. Ja, und ich wollte nochmal sagen, wir sind bei unserer Crowdfunding-Kampagne schon fast bei 1000 Euro. Also riesen Dankeschön dafür. Es war immer noch eine Menge, was vor uns liegt sozusagen, was wir da erreichen sollen, bis wir die Zielsumme haben. Aber ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus und es sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube 35 oder 36 oder so. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für unsere Unterstützung. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, teilt dieses Video auf jeden Fall mit allen, die ihr schon davon erzählt habt, dass die Gemüsekombüse jetzt einen neuen Namen hat. Die grüne Kombüse. Okay, dann ja, vielleicht nochmal bis heute Abend. Tschüss! Ja, ich nochmal ganz schnell. Ich mache das Video doch jetzt schon fertig, dann kommt es heute Nachmittag schon raus und nicht erst heute Abend oder bei den derzeitigen YouTube-Upload-Zeiten erst morgen früh irgendwann. Das dauert bei mir gerade ziemlich ewig. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Ich sage es jetzt, wenn, dann einfach nochmal. Es gab sage und schreibe 4 andere Leute, die auf YouTube und Facebook ebenfalls die Idee zur grünen Kombüse hatten. Einmal auch mit Artikel und ja, das zeigt mir auf jeden Fall, dass wir nicht die einzigen sind, die auf die Idee kamen, dass die Idee auch nicht so schlecht ist und ich finde, es klingt auch ziemlich ähnlich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne? Egal, ich labere jetzt nicht gar nicht weiter lange rum. Ja, vielen Dank für eure ganzen zahlreichen Ideen auf jeden Fall, da waren auch ein paar lustige dabei, auch Bombüse zum Beispiel war dabei, fand ich auch sehr lustig. Oder die Idee hatten wir auch schon mal, das auf Plattdeutsch machen, hat auch irgendwer geschrieben. Grün, was waren das? Grünkram-Kombüs oder so ähnlich. Weiß ich nicht mehr, waren auf jeden Fall ganz verrückte Vorschläge dabei. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, hat uns sehr motiviert, da auch weiterzumachen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht und habe gedacht, die Sachen, die ich jetzt ändern muss an der Webseite und so weiter, sind natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist erstmal, sich da wieder umzugewöhnen, denn den Namen haben wir jetzt schon seit, ich weiß es nicht, 4 Monaten oder so ähnlich. Und ja, ich muss mich jetzt selber dazu bringen, nicht mehr an Gemüsekombüse, sondern an grüne Kombüse zu denken. Aber ich denke mal, das ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Ja, die neue Facebook-Seite ist übrigens schon da. Könnt ihr unterm Video finden, die neue Webseite. Also die neue Webseite, die neue Webdomain ist auch schon beantragt bestellt. Das dauert jetzt irgendwie 48 Stunden oder so, bis das fertig ist. Also wird demnächst auf jeden Fall auch da sein. Kann ich trotzdem auch schon mal drunter schreiben. Und ja, ansonsten bleibt das größtenteils erstmal so.
Das nächste Größe ist jetzt das Logo. Das kriegen wir hoffentlich noch ganz schnell hin, damit wir nächste Woche gleich die Druckanträge, die Druckaufträge wieder starten können sozusagen. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie gehabt. Okay, bis demnächst. Tschüss.